Ich meine, es war schon gut, dass wir das gemacht haben. Aber bitte! Übertreib! Ist ja übertreiben. Das heißt sozusagen, kann ich jetzt als Faustformel merken, ich habe ja von der Gene, das ist so gut. Die Lösung ist gefühlt, ist überall oder wie? Wow, okay. Damit habe ich auch gar nicht gedacht, ich habe gedacht, man muss die Tür öffnen. Weil ich dachte so, naja, da muss bestimmt die Tür da auf. Und dass ich da so einen Hebel jetzt finde und deswegen. Aber ich war immer auch verwundert, dass ich immer wieder zurückkam und dachte so. Oh. Oh, wir hätten es geschafft. Ah ja, doch, jetzt umfallen. Wie heißt das Level? Wie heißt es? Das Grab des Qualopec. Okay. Das ist ja wirklich beknackt gewesen. Mal gucken. Ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Bin ja mal gespannt. Hoffentlich kriegen wir heute noch mehr Geschiss als das. Aha, easy. Ja. Ah, nein, da bin ich rein. Okay, das Ding brauche ich. Ah, okay, also ich weiß schon, was ich brauche. Gucken, ob mir jetzt auch da gut hinkommt. Ja, das ist ja bekloppt, das hätte ich ja da. Weil war auch schon letztes Mal, da dachte so, hä, warum ist die Level noch nicht durch und warum geht's hier nicht? Warte mal, laufen wir der Kugel mal nach. Ja, hat die immer was eingehauen. Na. Allein, dass das nur zum Collectible sammeln ist. Ich meine, da gab es ja doch gar keinen Hinweis. Sonst war das doch immer so, dass es ja irgendwie immer einen Hinweis gab. Oh. Und für das Loch. Geht das? Ja. Ah. Hm. Ein Hebel. Ah! Hallöchen. Oh, hi. Oh, hier kommen gleich zwei Dinos an. Ah, ja. Hallöchen, liebe Dinos. Blood.
Ey, lass dich! Also, wo kann. Na! Ja, okay. Na, okay, das wurde auch nicht ganz. Gar nicht mal so übel, glaube ich. Das können wir speichern. Ich habe auch im Schiff gedrückt, um auszuweichen. Ja, das war ein bisschen doof. Okay, okay, geschafft. Okay, gut. Hoffentlich kriegen wir es jetzt besser hin. Ich bin gespannt. Ja, das war ja eben echt nicht irre. Aber das Level scheint aber wirklich fies zu sein. Kann das sein? Gehen wir rechts lang. Zieh lieber. Kann ich aber um die Ecke gucken? Ja. Ja. Hm. Ah ja, komm ich hier drauf schon. Ah. Letzte, wie man soll ich mal vorher speichern. Also. Das können wir machen. Ah ja. Aber mal gucken, wie das weiter läuft. Aber mal gucken. Auf okay, geht doch noch weiter. Nee, geht's noch nicht. Tod. Ärgert. Boah, schön, schön lange am Sterben, bitte. Ein qualvollen Tod wird ihm präsentiert von Lara Croft. Ah. Also. Ah ne, das war auch das Falsche. Warte mal. Das ist hier zu schneller. Fuck. Das war das Falsche. Genau. Ich weiß nicht. Wie soll das denn gehen?
Oder war es das einfach? Ach da. Ja, das habe ich auch gesehen. Vollgorg ist ein Bild gewesen. Ah ja, ich habe schon mal das erste Ding geöffnet. Geil. Okay. Das wird gespeichert. Ah, okay. Da war ich jetzt blind. Okay. Ja. Oh, oh ja. Das war ein guter Sprung. Den speichere ich gleich nochmal. Ja, aber das ist ja auch okay, ne? Das kann ich ja, das sehe ich, okay, war mein Fehler, doof gelaufen. Aber das 7, bitte! Nicht sowas. Na gut. Okay, links ist abgeschlossen, rechts und geradeaus. Okay, nehmen wir rechts. Nee, rechts ist... Warte, was haben wir da? Rechts habe ich auch, links kommt jetzt. Genau, wir machen jetzt links. Also jetzt von der Seite aus gesehen, wo wir herkamen, ne? Hm. Ja, easy. Was? Oh. Ich weiß nicht. Was? Wollt ihr jetzt Schach spielen oder was? Ich möchte nicht aufgespießt werden. Ah ja. In welcher Weise hilft mir das? Ja, wir sagen, warte mal, machen wir es mal umverändert. Verändert es nochmal. Und das speichere ich. Ich speichere mal den Nullzustand des Rätsels. Und dann probieren wir uns da aus. Oh Gott. Wie war es nochmal? Ja, Lea, du schwere Spiele erstmal bitte nicht mehr. Zeitenfilter 2 kommt deswegen später. Aber es mal recht Tempo 1. Ja, das war ja, habe ich mir gut an meine eigene Regel gehalten wieder mal. Ich bin richtig gut. Ah, jetzt kommt ein bisschen was entgegen. Hallöchen. Hat mich nicht zum Bringen, hat langweilig. Ich möchte bitte einen dreiköpfigen Tyrannosaurus Rex. Nein, eigentlich möchte ich das nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mach mir mal einen neuen Spielstand, mach ihn mal auf 8. Gut, mach mal auf 8, ich hab Angst, dass der dritte irgendwie verkackt. Yes, baby. Ich glaube, so geht das viel besser, ne? Ernsthaft? Ja, komm, komm, Kleine. Stell dich nicht so an. Das macht uns keinen Fun. Yep. Irgendwo hier hinkommen. Hätte mich gar nicht, aber klar, war bestimmt wieder ein Fehler. Hätte bestimmt vorher dann der Mumm drin soll, ne? Ich bin da. Wer noch? Was? Ich kann nicht daran. Ich wollte eh neu laden. Genau, machen wir mal, ändern mal.
Ah, warte mal, warte mal. Aber es ist echt ein saucooles Level. Ich meine, ich weiß nicht, wie das Ding. Wie das so zusammenpasst. Aber dumm. Wie das zusammenpasst. Spielerisch, aber das. Ich glaube, da wurde sich damals auch keine nicht solche Gedanken gemacht. Ich glaube, damals hat man die Level aber irgendwie so. Ich weiß nicht, es sieht. Das Spiel kommt ein bisschen chaotisch rüber, finde ich. Wir hatten so Dinos, da hatten wir Wölfe oder Wölfe Fledermäuse, Dinos. Aber jetzt haben wir wieder Dinos. Also es scheint wohl so ein bisschen wie, das hat jemand gesagt. Ich glaube, es ist bestimmt auch so. Ja, also was für Level, also es sind ja 15 Level, das weiß ich ja. Was für 15 Ideen habt ihr? Dann wurden die besten der 15 Ideen genommen und haben sie einfach aus dem Spiel gemacht. Also, natürlich ein bisschen komplett, aber ihr wisst schon ein bisschen, wie ich meine. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen der Entwicklung. Das ist so die Entwicklung bei Tamba, oder? Dass sie so war. Der passt ja gar nicht zusammen. Das ist ja, das sind ja, das ist ja das Gefühl dritte Szenario, was wir jetzt hier haben. Ach komm, was ist das hier für ein Rätsel? Was soll ich da machen? Warten. Ja. Ja, ich habe irgendwie also das Gefühl, dass das Spiel genauso programmiert wurde. Man hat sich gesagt, so ja, also wir haben hier wir haben hier ein Spiel gemacht. Wir hatten 15 Ideen. Das sind die 15 Ideen, die wir hatten, und jetzt haben wir das in eine Geschichte zusammengeprügelt. Fühlst du was damit? Ich meine, es ist aber nicht schlecht, es irgendwie funktioniert so. Es macht auch Spaß, muss ich ehrlich sagen, das ist schon witzig. Und genommen, oder? Ja, du willst mir jetzt sagen, dass du es ihn schon nicht geschafft hast. Na, ein bisschen näher, geht noch ein bisschen näher rangegangen. Na, gucken. Ist es nicht dein Ernst, ne? Boah, Alter, mach es mir nicht so schwer. Also das ist jetzt doch nicht dein Ernst! Doch Leute, ey, das ist so dumm.
Nein, mach doch jetzt. Ich komm doch schon wieder. Ey, manchmal ist die Steuerung echt beschissen. Sind wir so, da ist schon die Wand, Alter. Jetzt. Danke. Andere kann man den ja eigentlich auch ein bisschen bewegen. Den kann man von unten aber nicht bewegen. Nee, das wäre unlogisch. Ah, den müsste ich doch auch irgendwie bewegen können. Ich meine, den brauche ich am Anfang. War eigentlich ein ganz, ganz cooles Rätsel, muss man schon sagen. Ich hab leer, Alter. Dieses, dass du dann, dass er das dann nicht annimmt, ey. Beispiel. Ey, das speichern sollen, egal. Komm, runter damit. Geht jetzt zum Glück auch ohne Schaden. Dann wieder normal. Ich hab gedrückt. Alter, ich habe keine Ahnung, warum diese. Mach doch! Nee. Ich glaube, es geht echt nur dieser komische Sprung da manchmal, ne? Ja, könnte man ja von hier hoch. Ja, wo ist das jetzt? Ich drücke E, weil ich drücke jede Taste, die ich habe, ne, E, ne? Bis sie das dann macht, ist Weihnachten. Genau. Ja, du fliegst ja jetzt runter. Ich glaube, so geht das. Ich hab, oh Mensch, oder wie oft stürze ich? Ich stürze halt nur ab, ne? Nur am Abstürzen hier. Nur am Abstürzen. Und jetzt kommt das. Ja. Oh Gott, und dann jetzt. Runter.